Ich bin der Flammo Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendel Strasse 19 oder Grendel 19 in Luzern und gebe Online-Matheunterricht. Wir haben den Freitag, 6. August 2021. Und sind hier bei der Aufgabe Nummer 7c. So, jetzt, wenn wir den Umfang berechnen von der Gesamtfigur A, B, C, E, D, also wie wenn wir eine Schnur um die ganze Figur legen, ja? Das heisst, wir müssen hier alle Seitenlängen kennen. So, wir haben einmal, also Umfang, U, ist gleich Länge AB plus, es hilft damals kurz, einfach in einer einfachen, ja, im Satz, ein Satz kann so auch ein Term sein, also ein Gleichung sein, ja, U gleich, dass man einfach am Schluss noch sieht, wo geht es eigentlich durch. Ja. A und B, B und C zusammen. Und B und C, das haben wir gerade zweimal drin. Ja. A und D, das ist gleich groß wie B und C. Aber gut, das können wir nachher immer noch einschreiben. C, E plus E, D plus D und A. Ja. Und jetzt sind wir da im Gegen-Uhrzeigersinn, ja. Gegen den Uhrzeigersinn rundum. Und jetzt müssen wir uns überlegen. So, AB, was geht das? AB, das ist 2x. X ist 7, das wissen wir auch, das ist schon mal gut. BC ist plus x, das ist auch gut. CE, da haben wir jetzt das berechnet im letzten Abschnitt. Nein, das hat man nicht berechnet, aber wir haben ja das H berechnet. Gut, jetzt, um CE zu berechnen, haben wir ja hier einen rechten Winkel. Da ist der Punkt C, da ist der Punkt E, wir haben hier die Höhe H. Wir kennen H aus der Aufgabe 7b, das ist 14 cm. Angenommen, er ist in der Prüfung und hat beim B wirklich das Resultat nicht gefunden. Ich gehe davon aus, dass man darf entweder fragen, ob man hier einfach einen Wert haben kann, damit man nicht abgestraft wird, für das, dass man das B nicht lösen konnte. Alternativ kann man es auch einfach mit dem H ausdrücken. Ja? Das heisst, dann rechnen wir gleich eine Lösung, die halt abhängig von H ist. Da kann man reinschreiben, der Umfang ist so und so gross. Ja, und dann hat man dort eine Zahl mit einem H drin. Und dann kann man noch schreiben, Punkt oder zweiter Teilsatz. Im zweiten Teilsatz eher ein Punkt. Ja, da ich in der vorangegangenen Aufgabe 7b nicht zur Lösung kam, habe ich jetzt dies hier in H ausgedrückt. Und dann kann man sehr wahrscheinlich dort trotzdem noch die volle Punktzahl, ja, beim C erhalten. Einfach so, das sind dann, man muss ja auch ein bisschen, wie nennen wir das, ein bisschen street smart sein, einfach ein bisschen, oder halt, ja, wie im echten Leben auch, ja. So, und jetzt haben wir hier eine CE und dann haben wir einen rechten Winkel. CE ist dann natürlich hier. Da unten, das ist ja die Hälfte von 2x. Das geht über die Hälfte dort. Das ist ja da einer wäre dann der Punkt D und das hier ist 2x, also ist das hier nur x. Also haben wir hier x, das heisst, Seite CE ist gleich x im Quadrat plus h im Quadrat unter der Wurzel. Und das ist dann 7 Quadrat plus 14 Quadrat. Und das ist wiederum 49 plus 14 Quadrat, das ist also 14 mal 14 gibt 196.
Da haben wir dann 49 plus 196. Geht 245 unter der Wurzel. Also jetzt nehmen wir 245 unter der Wurzel und berechnet und erhalten hier 15,6524. Aufgerundet, dann 15,65. Ich würde einfach die Wurzel mitnehmen. Also ich würde da nicht wirklich, bevor man jetzt da nicht auf- und abrundet, würde ich jetzt da nicht die Wurzel 245 mitnehmen. Die kommt ja dann beim E und D da auch nochmal vor. Ja, das ist ja da CE, haben wir jetzt hier oben. Orientiert euch sonst einfach an den Punkt oben in der Zeichnung. 245 plus DA, das DA, das ist genau gleich lang wie das BC, also nochmal 7 cm, also x. So, und jetzt rechnen wir das Ganze zusammen. Jetzt haben wir dann für x jeweils 7, dann haben wir da 2 mal 7 plus 7, da hinten nochmal 7 drin, plus 7 plus 2 mal Wurzel 245. Rechnen wir weiter, dann haben wir da, jetzt merken wir, jetzt ist da 4 mal 7 versteckt, also versteckt. Das ist 4 mal 7 drin, plus 2 mal 245 unter der Wurzel. Und das gibt zusammen 28 plus 2 mal 245. So, 28 plus 2 mal unter der Wurzel 245, das geht wiederum 59,3049. 5, also das wird aufgerundet, dann haben wir da 59,305. 59,3 cm schreiben wir doch am besten einfach dann. 59,3 cm, das ist der gesuchte Umfang von unserer Form. Jetzt könnte man natürlich das, sagen wir ja, jetzt kennen wir das H nicht, ja. Die Höhe, was machen wir in diesem Fall? Ich schreibe jetzt das noch auf, dann sagen wir ja, jetzt wissen wir, kennen wir das nicht. Dann schreiben wir das folgendermaßen auf. Ja, wir haben zum Beispiel das gut geübt mit dem Satz des Pythagoras, sieht das sofort, ah, da kommt der Satz des Pythagoras vor. Ich wollte noch mein Wissen jetzt gleich noch irgendwie einsetzen bei dieser Prüfung. Es hat ja eben gerade bei Prüfungsanfang schauen, was sind die einfachen Aufgaben und die gerade durchlösen. Oder dann noch besser, wenn man zum Beispiel weiss, ja, das sind jetzt hier zum Beispiel die einfachen Aufgaben, dass man sich dann sagt, ja, die Aufgaben sind einfach, die löse ich, oder? Dann sind das zum Beispiel das 1, 2, 1, 3 und dann noch Aufgabe 6. Und dann sieht man, ja, für die Aufgabe 4, 5 und 7 brauche ich die und die Formel. Dann hat man sich das noch vor der Prüfung noch gut gemerkt, die Formel. Dann schreibt man das gerade am Anfang hin. All die wichtigen Formeln, die man weiss, die kommen sehr wahrscheinlich vor. Dann schreibt man sich die dann hin. Die, die man sich gemerkt hat, oder wo man gerade sieht, ja, die kommt jetzt wirklich da vor. Dass man die sich gerade am Anfang aufschreibt. Nicht, wenn man nachher im Prüfungsstress ist. Dann legt man los, löst man all das, was einfach ist. Die braucht man nämlich am wenigsten Zeit. Und es ist ziemlich sicher richtig, holt sich die volle Punktzahl. Und dann nimmt man sich vor, die andere Aufgabe noch richtig zu lösen. Gut, jetzt schreiben wir hier 49 plus h im Quadrat. Das ist der gesamte Ausdruck. Und jetzt, das ist das CE, das heisst, wir gehen nach hier unten. Dann würden wir in diesem Fall folgendes schreiben. Das ist CE, da, der Teil. Das heisst, man schreibt dann 28 plus 2 mal 49 plus h im Quadrat. Und sagt, der Umfang dieser Figur, der Figur A, B, C, D, also als Antwort, Antwort, Doppelpunkt. Der Umfang der Figur A, B, C, E, D ist 28 plus 2 mal
Wurzel von 49 plus h im Quadrat. Und so hat man dann, hat man zwar, wir wissen jetzt nicht, wie gross der Umfang ist, aber die Lehrperson sieht, ihr habt eigentlich das Erlernte verstanden und ihr seid in der Lage, das einzusetzen. Etwas anderes ist halt dann, ob man in einem bestimmten Moment auch das kann ich richtig verwenden. Ja, das ist dann eine andere Frage, aber wenn man das gerade nicht kann, dann... Also, ich würde das so einschreiben. Und ich denke, das wäre auch von der Lehrperson dann gutiert, im Sinne von, dass man zum Beispiel für Teilaufgabe C entweder die Vollpunktzahl bekommt oder einen Teil davon, ja. Gut.